Hallo bei Bubus Snakery. Heute mal wieder mit einer Frage-Bubus-Ausgabe. Und hier geht es immer um drei Fragen von euch, die ich in diesem Video beantworte. Und zwar so kurz und knapp wie möglich, aber natürlich so ausführlich wie nötig. Los geht's. Die erste Frage lautet: Wie kann man Schlangen aufpäppeln? Also das heißt, wenn zum Beispiel eine Schlange durch eine Krankheit stark abgebaut hat oder nach einer Eiablage ziemlich viel an Gewicht verloren hat und sehr ausgemergelt ist und so weiter. Also was kann man tun, damit die Schlange möglichst schnell wieder Energie gewinnt und zunimmt und ja, diese Schwächephase sozusagen so gut es geht meistert? Und neben Dingen wie natürlich Stressvermeidung und so weiter und so fort, das sollte ja eigentlich klar sein, möchte ich mich mit der Frage vor allen Dingen, was das Futter angeht, befassen. Und ich persönlich habe da zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Verfüttern von Vielzitzenmäusen oder Ratten. Denn beide Futtertierarten haben einen deutlich höheren Energiebedarf, nicht Bedarf, sondern einen höheren Energiegehalt. Oder zumindest, obwohl es auf dem Papier verhältnismäßig ähnlich zu Farbmäusen, also den normalen Mäusen, die man so als Frostfutter kaufen kann, ist, scheint es, warum auch immer, für die Schlange eben so zu sein, dass es ihr mehr Energie liefert. Also sie kann diese Energie, die aus dem Futtertier kommt, ein bisschen besser aufnehmen anscheinend als bei eben Farbmäusen, also den weißen Mäusen, die man so standardmäßig kaufen kann. Und aus diesem Grund ist es einerseits Fluch, denn wenn man jetzt zum Beispiel nur Vielzitzenmäuse oder nur Ratten verfüttern würde, dann würden normale, gesunde Körner dann extrem schnell fett werden. Also das ist wirklich ein ganz bekanntes Phänomen, dass ja gerade Kornnattern oder auch ähnliche Nattern oder Schlangen, die mit Ratten gefüttert werden zum Beispiel, aber eben auch mit Vielzitzenmäusen, in der Regel zu fett sind. Wenn man aber natürlich, und das ist der Segen an der Geschichte, ein Tier hat, was eben einen erhöhten Energiebedarf hat, weil es, wie gesagt, zum Beispiel krank war oder ist, und einfach ja neben der Behandlung zum Beispiel dann auch ein bisschen mehr Energie ja, Bedarf hat und ein bisschen mehr Energie braucht. Oder eben zum Beispiel Weibchen nach der Eiablage, die verlieren mitunter wirklich richtig viel, also teilweise ein Drittel ihres Körpergewichts oder mehr. Da kann es natürlich wirklich sinnvoll sein, die dann eben mit mehr Energie zu versorgen. Und für solche Fälle kann ich wirklich Vielzitzenmäuse und Ratten sehr, sehr empfehlen. Bei Ratten sollte man ein bisschen aufpassen, dass man mit der Größe ein bisschen vorsichtig ist, weil die im Verhältnis zur Länge meistens ein bisschen mehr Durchmesser haben, als das bei einer Maus der Fall ist. Und man sollte das Tier natürlich auch nicht überstrapazieren, denn, also die Schlange meine ich jetzt, denn die Verdauung braucht auch sehr viel Energie. Also ungefähr 50% der Energie, die durch das Futtertier reinkommt, wird direkt wieder in die Verdauung gesteckt. Das heißt, der Verdauungsprozess an sich verbraucht schon relativ viel Energie. Und wenn das jetzt ein sehr großes Futtertier ist, dann ja, braucht es natürlich auch entsprechend mehr Energie, um das eben zu verdauen. Also bei Ratten sollte man es nicht unbedingt, also auch bei Vielzitzen, aber vor allen Dingen bei Ratten sollte man es nicht unbedingt übertreiben mit der Größe. Aber wenn ihr nicht größer geht als eine normale, ja, adulte Farbmaus zum Beispiel bei einer ausgewachsenen Schlange oder bei einer ausgewachsenen Kornnatter, dann ist das völlig in Ordnung und liefert, wie gesagt, der Schlange eben auch mehr Energie. Die zweite Frage ist, müssen Äste, Steine und Rindenstücke und alles, was so aus der Natur kommt, zum Beispiel, also aus dem eigenen Garten, aus dem Wald oder was auch immer, muss das abgekocht werden, um Schädlinge, um Bakterien, Viren, was auch immer abzutöten? Oder kann das so direkt ins Terrarium, ohne der Schlange zu schaden? Und die Antwort ist relativ einfach. Nein, ihr braucht es nicht abkochen. Im Regelfall ist da nichts dran, was der Schlange irgendwie schaden kann. Also das wäre schon wirklich fast ein Sechser im Lotto, dass ihr da irgendwelche schlangenspezifischen Erreger oder Parasiten oder sowas in einem ja in der Natur gefundenen Ast oder was auch immer habt, die dann wiederum eure Schlange krank machen. Also die Wahrscheinlichkeit ist so wahnsinnig gering, viel, viel, viel geringer übrigens, als sich zum Beispiel Milben durch Zubehör aus dem Zoogeschäft einzuschleppen. Das kommt mit gewisser Regelmäßigkeit vor. Also von daher, ihr braucht da so erstmal nichts abkochen oder so. Ihr braucht euch da auch keine Sorgen machen, dass da irgendwas Gefährliches drin oder dran ist. Das Einzige, wo ihr wirklich drauf achten solltet, aber nicht im Sinne der Schlange, sondern mehr in eurem eigenen Sinne, ist, dass ihr keine Ameisenkönigin zum Beispiel da irgendwie mit einschleppt, die dann einen Ameisenstaat in eurem Terrarium bildet und, naja, ihr dann nachher eine Ameisenplage habt.
Und ihr solltet auch zum Beispiel auf Schneckeneier achten. Die kleben nämlich auch ganz gerne mal an Ästen, an Steinen, an Moosen, an ja, Rindenstücken, wo auch immer, alles, was halt so in der Natur rumliegt. Und von daher, genau, da habt ihr dann natürlich schnell ein Problem, wenn ihr Schneckeneier im Terrarium habt und die Schnecken schlüpfen, dann fressen sie euch, wenn ihr echte Pflanzen habt, natürlich auch ganz schnell die Pflanzen kahl. Und da Schneckenzwitter sind, vermehren die sich auch im Prinzip zwangsläufig. Also selbst wenn ihr nur zwei Schnecken habt, da braucht ihr nicht irgendwie ein Männchen und ein Weibchen oder sowas für. Es reichen zwei Schnecken, egal welche. Und die können sich definitiv fortpflanzen und dann habt ihr ganz schnell halt eine Schneckenplage und dementsprechend auch eventuell wirklich großen Fraßschaden an euren Pflanzen. Also das sind so zwei Dinge, worauf ihr achten solltet. Aber wie gesagt, über Viren, Bakterien, Parasiten, die eurer Schlange gefährlich werden können, braucht ihr euch im Prinzip keine Sorgen machen. Und die dritte Frage ist, wie kann man eine Schlange an die Hand gewöhnen, beziehungsweise was sollte man beim Handling beachten? Dazu möchte ich als allererstes einmal sagen, dass mir der Begriff an die Hand gewöhnen immer so ein bisschen quer geht. Also eigentlich mag ich das nicht so wahnsinnig gerne, denn Schlangen sind keine Anfasstiere. Also es ist nicht so wie ein Hund oder eine Katze oder so, dass die wirklich aktiv am Familienleben teilnehmen, dass man sie ja ständig irgendwie anfassen muss, dass sie das mögen vielleicht sogar oder so. Also Schlangen sind halt wirklich Beobachtungstiere. Die sind in ihrem Terrarium, die wollen da in Ruhe gelassen werden im Normalfall. Und von daher ist das an die Hand gewöhnen oder sogar zähmen, den Begriff finde ich fast noch schlimmer, ja, finde ich nicht sonderlich geeignet. Ich persönlich, und das habe ich glaube ich auch in einem anderen Video schon mal gesagt, bin der Auffassung, dass je weniger Handling, desto entspannter ist die Schlange. Und gar nicht mal unbedingt so, wie viele das denken, dass wenn die Schlange es gewöhnt ist, oft angefasst zu werden, dass sie dann entspannt wird. Denn jedes Handling, egal ob die Schlange das gewöhnt ist, egal ob die Schlange das akzeptiert oder ob sie es sichtbar doof findet, jedes Handling ist immer Stress fürs Tier. Und wenn man jetzt jeden Tag hingeht und das Tier jeden Tag anfasst, dann weiß das Tier auch irgendwann, okay, sobald eine Hand in die Nähe kommt, muss ich damit rechnen, angefasst zu werden. Und eigentlich will ich das gar nicht wirklich. Und das erhöht einfach den Grundstresspegel, den das Tier hat, weil es nie so hundertprozentig zur Ruhe kommen kann, weil es immer damit rechnen muss, angefasst zu werden. Und von daher ist es meiner Erfahrung nach besser, da gibt es sicherlich auch andere Meinungen, das ist jetzt meine eigene Meinung und meine eigene Erfahrung über die Jahre, dass Schlangen, die relativ selten oder nur wenn es notwendig ist, angefasst werden, grundsätzlich entspannter sind, weil sie eben eine Grundentspannung haben, weil sie nicht immer damit rechnen müssen, angefasst zu werden. Und im Prinzip ist es so ein bisschen ähnlich vergleichbar mit uns, wenn wir wirklich unter Dauerstrom stehen, weil, keine Ahnung, die Arbeit, das Privatleben und alles ist so ein Brrr und wir haben so einen Grundstresspegel, dann geht es viel schneller, uns auf 180 zu bringen durch Kleinigkeiten zum Beispiel. Wenn wir aber komplett tiefenentspannt sind die ganze Zeit und dann irgendeine stressige Situation kommt, dann können wir das im Regelfall viel besser handeln. Und so ähnlich ist es halt bei den Schlangen meiner Erfahrung nach auch. Deswegen würde ich grundsätzlich schon mal gar nicht unbedingt versuchen, die Schlange an die Hand zu gewöhnen. Also jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, regelmäßigem oder gar täglichem Training oder so. Aber ganz allgemein, also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Schlange als Jungtier euch anschafft, dann ist es einfach relativ normal, dass die am Anfang noch so ein bisschen zickig, manchmal in Anführungszeichen zickig sind. Also vielleicht auch mal schnappen oder so. Das ist einfach ganz natürlich, denn man muss sich halt vor Augen führen, dass die in der Natur im Prinzip von allem gefressen werden. Die müssen hinter jeder Ecke und aus jeder Richtung, von oben, gleiche Höhe, von unten und so weiter, Feinde erwarten. Und sind selber aber halt total wehrlos, weil sie haben kein Gift, sie haben keine großen Zähne, mit denen sie irgendwie schwere Wunden verursachen könnten oder was auch immer. Sie sind einfach total wehrlos. Und deswegen sind sie darauf angewiesen, A, natürlich auf Tarnung, das ist sowieso immer das Wichtigste. Wenn sie aber wissen, dass sie entdeckt wurden, dann ist halt das Wichtigste für sie, einfach ein Riesentheater zu machen und so viel zu drohen und zu imponieren, wie es irgendwie geht, in der Hoffnung, dass der vermeintliche Angreifer einfach das Weite sucht, weil er denkt, oh, da gehe ich mal lieber nicht ran. Und das ist halt bei Babys einfach aufgrund der geringen Körpergröße und aufgrund der Tatsache, dass sie halt deutlich ja, wehrloser sind noch als eine erwachsene Schlange zum Beispiel, ist es bei denen einfach viel ausgeprägter. Das heißt, es ist völlig normal, nicht bei jedem, aber bei vielen Jungtieren,
dass die am Anfang viel drohen, vielleicht auch mal schnappen. Meistens sind das dann Scheinangriffe, aber manchmal eben auch mit Zähnen. Dass sie mit dem Schwanz rasseln, wenn man ihnen zu nahe kommt, wenn man sie stört und so weiter. Das ist völlig normal und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn man das Tier in Ruhe lässt, dann kann es halt grundsätzlich auch von dieser Grundspannung sozusagen immer runterkommen. Je älter das Tier wird, desto mehr legt es sich im Normalfall. Das liegt zum einen daran, dass das Tier älter wird, dass es also körperlich der Ansicht ist, dass es Situationen besser gewachsen ist, aber natürlich auch, dass es Erfahrung sammelt. Und eine Erfahrung ist auch, dass der Mensch keine Gefahr darstellt. Das heißt, der Mensch ist einfach anwesend, der fasst auch mal ins Terrarium und wurscht da so ein bisschen rum. Er tut aber nie was. Und das ist halt ganz wichtig zu verstehen, dass die Tiere einfach mit der Zeit diese Erfahrung sammeln, auch ohne dass sie direkt angefasst werden. Und insofern wird sich, ja, werden die Tiere sich einfach mit der Zeit automatisch mehr und mehr entspannen, auch ohne ständiges Anfassen oder ja, Training oder wie auch immer man das denn nennen möchte. Und im Regelfall sind erwachsene Kornnattern, sofern sie denn nicht mal wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben, das ist natürlich auch immer möglich, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Tier mit unbekannter Herkunft bekommt, das vielleicht mal misshandelt wurde oder was auch immer, wenn sie also nicht die guten, sondern leider die schlechten Erfahrungen gemacht haben, wenn das nicht der Fall ist und auch keine Schmerzen, Krankheiten, was auch immer vorliegen oder einfach zufällig wirklich der Charakter doof ist, gibt es auch mal, ist aber sehr, sehr selten. Dann sind erwachsene Kornnattern und auch ähnliche Natternarten eigentlich super entspannt. Und auch wenn sie es nicht gewöhnt sind, ständig angefasst zu werden, kann man sie trotzdem in aller Regel relativ problemlos aus dem Terrarium nehmen und auch händeln und auch mal zum Tierarzt bringen und da untersuchen lassen, wenn es denn eben notwendig ist, ohne dass das Tier sofort völlig ja, wahnsinnig wird oder durchdreht oder so. Also von daher, ja, dieses Thema an die Hand gewöhnen, sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch und würde das auch nicht unbedingt empfehlen, beziehungsweise ja, jedenfalls nicht so, wie es im Normalfall verstanden wird, also mit so einer Art Training oder so. Was aber wichtig ist, wenn man das Tier denn tatsächlich mal anfassen muss, sei es zum Beispiel, weil mehrere Kornnattern in einem Terrarium gehalten werden und man sie zur Fütterung eben in Fütterungsboxen setzen und trennen muss, dementsprechend voneinander und so weiter, oder weil das Tier wirklich mal zum Tierarzt muss oder was auch immer, dann ist tatsächlich ganz wichtig, dass man so souverän wie möglich auftritt. Denn wenn man selber nervös ist oder unsicher ist, dann wird sich das sofort und unmittelbar auch auf das Tier übertragen. Tiere, und das gilt nicht nur für Schlangen, sondern auch, wie ihr wahrscheinlich wisst, für im Prinzip alle Tiere, also Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Vögel, was auch immer, spiegeln wirklich das Verhalten und auch den mentalen Zustand eines Menschen extrem. Das heißt, die merken sofort und auch wenn man versucht, ja, wenn man nervös ist und versucht, sich das nicht anmerken zu lassen quasi, die merken sofort, dass man nervös ist. Und wenn man nervös ist und das aufs Tier überträgt, dann weiß das Tier in dem Moment, also es spürt zwar, dass da irgendwie eine Nervosität im Raum ist und dass vielleicht irgendwie was passiert, es weiß aber nicht, was und warum. Und das macht das Tier dann selber wiederum nervös. Und das ist halt nie eine gute Kombination. Also grundsätzlich, wenn man die Tiere händeln muss, und das gilt für alle Tiere, also nicht nur für Schlangen, sondern wirklich durch die Bank, man sollte unbedingt ruhig sein dabei, man sollte selber entspannt sein, also möglichst nicht in einer hektischen Situation, wo man selber noch 3000 Dinge erledigen muss und nochmal eben schnell die Schlange irgendwie einpacken muss und was weiß ich. Das sind halt immer irgendwie ungünstige Situationen. Also für Ruhe sorgen, für eine entspannte Atmosphäre sorgen, fürs Tier und natürlich für den Menschen. Und auch souverän sein, also wirklich souverän auftreten auch dem Tier gegenüber. Das heißt nicht, wenn das Tier irgendwo in der Ecke liegt, immer hingehen und, ich weiß nicht, wie gehe ich da? Dann wird das Tier einfach nur völlig mischugge und denkt, was ist denn da los? Und wieder kommen ständig Hände auf mich zu und ich weiß überhaupt nicht. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also wirklich einfach hingehen, ganz gezielt das Tier nehmen, aufheben. Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, als wäre es, keine Ahnung, ein Bleistift, der runtergefallen ist, den man aufhebt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also wirklich souverän damit umgehen, das Tier nicht zusätzlich noch nervös machen und selber einfach wirklich entspannt und ja, halt nicht nervös sein. Und ja, das ist halt das Beste, was ihr machen könnt. Und dann habt ihr im Regelfall auch überhaupt kein Problem, ein Tier zu handeln, das es nicht gewöhnt ist, in Anführungszeichen, ständig angefasst zu werden. So, ich hoffe, es war hilfreich und hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer gerne einen Daumen da lassen. Wenn ihr selber auch Fragen habt, die euch interessieren und die ich noch nicht in einem der Frag-Bubus-Videos oder meiner Hauptvideos
beantwortet habe. Lasst es mich gerne wissen. Und ja, eventuell nehme ich das dann mit auf. Und ansonsten, wie immer, den Kanal abonnieren, nicht vergessen, damit ihr nichts weiter verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.